So, Tilted Floste mit einem neuen Video, das ich mir jetzt hier nüsslich mit den Zwillingen reinziehen werde. Die militante Veganerin, meine Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Ich soll anscheinend auch drin vorkommen. Kicken wir mal rein. Meine Entschuldigung an die militante Veganerin. Hola und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem Video. Es ist jetzt bald ein Jahr her, als ich das letzte Video zu der Thematik um die militante Veganerin gemacht habe. Wenn man von dem Video aus dem letzten Oktober zu dem Gamescom-Vorfall absieht, wo ich und Freundinnen von mir von Freunden der militanten Veganerin bedrängt wurden. Jetzt sitze ich hier und mache nach langer Zeit ein erneutes Video und werde mich auch entschuldigen. Legen wir da mal los mit diesem ganz persönlichen Entschuldigungsvideo von mir. Die militante Veganerin wurde letztes Jahr in meinem ersten Video von mir kritisiert, was ja viele mitbekommen haben, da das ja schon ziemlich viral ging in dem Twitch- und YouTube-Kosmos. Das Video diente damals dazu, die Kritik öffentlich anzubringen, mit dem Ziel, vielleicht auf diesem Weg eine Reflexion anzustoßen. Naja, war eher falsch gedacht. Öffentliche Verleumdung? Verleumdung. Absolute Verleumdung. 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 Das ist einfach nur Verleumdung. 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 Der blöden Verleumdung. Das ist Verleumdung. Es gibt zwei politische Meinungen und 100 Geschlechter aktuell. Und die zwei politischen Meinungen sind Woke und Nazi. NPC-Woke-Bubble-Katastrophe. Das ist eben der Wokeismus, der einfach das tötet. Also das ist so schlimm, mich als den Nazi darzustellen. Es ist komplett krank. Dann liebe Grüße an alle, die sich nicht von Woke-Mist mitziehen lassen. Nazi, 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 tralalalala. Es gab noch einige Videos darauf, da ich auf immer mehr Dinge und Menschen gestoßen bin, abseits von den Menschen auf Vegan Dreamland, unter anderem auch den extremen Veganer, der auf der gleichen Schiene mitfuhr und rechtspopulistische Dinge verbreitet oder einfach wildes Geschwurbel in seinem Anti-Mainstream-Podcast. Zum Beispiel die ganze Corona-Debatte. Man musste da erstmal die krasse Realität sehen, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute gibt, die es ablehnen nachzudenken. Wenn man ein bisschen interessiert ist an Politik, merkt man, wie viele Leute einfach schlafen. Dann ging natürlich das Ganze los mit Corona und die Leute, die kritisch waren, den Maßnahmen gegenüber, der Impfung gegenüber, wurden ausgegrenzt, systematisch von den Medien zerstört. Ich habe diese Impfung nicht gebraucht. Ich hatte Corona, ich bin gesund geworden, ich hatte es für wenige Stunden, Kopfschmerzen und Fieber und war direkt danach wieder fit. Ich will nicht sagen, dass es niemanden treffen kann. Es gibt auch Leute, die einfach Pech haben und das soll jetzt auch keine Werbung sein für die AfD. Meiner Ansicht nach sind alle Parteien auf einem Niveau. Alles sind spezizistische Parteien. Ich lehne halt das ab. Also wie gesagt, wenn die einen sagen, ich wähle die Partei nicht, weil die sind Nazis. Ja, es sind im Prinzip alles Nazis zu Tieren. Und auch, ja, Veganpartei, Tierschutzpartei, da sehe ich halt einfach aus meiner eigenen politischen Sicht nicht so die Übereinstimmungen. Ich will da lieber neutral bleiben. In meiner Ansicht nach, dass der größte Konflikt und das größte Thema direkt vor unseren Augen steht, und zwar der Holocaust der Tiere. Ich benenne es so, weil es faktisch halt so ist. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die mit Politik wenig zu tun haben, die rechte Menschen eher scheiße finden, als dass sie linke Menschen scheiße finden. Oder zumindest die Grundwerte scheiße finden. Und auch die schreckst du ja ab, wenn jemand wie Axel Ost-West, den man halt nun mal kennt, der schon mehrfach auch in den Medien zerrissen worden ist für so Sachen wie Rassenlehre und Rassentheorie, dann auf einmal jemand ist, den man mit Veganismus öffentlich in Verbindung bringt. Dass dieser Mensch vegan lebt, ist ja überhaupt nicht schlecht. Das ist ja nur die logische Konsequenz von Menschenverstand. Aber würdest du persönlich, wenn Höcke an dem Tag nichts Negatives sagt, dich mit dem hinstellen für Veganismus auf der Bühne? Also, meinst du so, wenn der jetzt zum Cube kommen würde und sagen würde, hey, ich möchte mitmachen, darf ich mitmachen? Ja, genau. Klar. Die Leute kennen den natürlich. Ja, ne? Da ist halt eine Sache, ne? Ja klar, vielleicht erkennen die Leute und vielleicht werden die dann davon allein abgeschreckt sein, wenn er aber, sag ich mal, sich an die Regeln der Organisation hält, also vor Ort keine Leute diskriminiert. Ja, und ich würde, wie gesagt, genau das gleiche sagen. Also wenn man dann sagt, okay, die AfD, da sind Lügner, da sind Menschenrechtsfeinde, ne? Genauso auf der anderen politischen Seite, wenn man sieht, auf der Seite der Grünen zum Beispiel. So, jetzt ist ja wie gesagt fast ein Jahr her und werde mich im Folgenden entschuldigen. Na dann, legen wir mal los. Zu meiner Person, in deren Kreisen sei gesagt, dass ich dort unmöglich gemacht wurde und werde, der reißt alles nur aus dem Kontext, der ist böse, alles Verleumdung oder mich einfach als verrückt zu bezeichnen und ist dort völlig normal und gängige Praxis, die ganze Kritik und alles darum zu relativieren und umzudrehen. Ihr könnt euch gerne ja die Quellen, die noch da sind und nicht gelöscht wurden, anschauen, wenn ihr das meint. Aber der angebliche Kontext macht es nicht besser, da es alles schon alleine für sich steht, sei es auf dem Discord oder auch in diversen Videos. Ich entschuldige mich jetzt ehrlich und an dieser Stelle für alles. Für alles, wo ich im letzten Jahr ruhig war. Ich entschuldige mich dafür, dass ich gedacht habe, dass das letzte Video damals genug war. Da eigentlich bisher alles gezeigt wurde, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es den Leuten reichen muss, um zu wissen, was diese Person und ihr Umfeld alles Unmögliche von sich geben. Damit du so ein bisschen Kontext hast, Mohammed. Mhm. Er ist Veganer, okay. Und er kritisiert aber die militante Veganerin. Okay. Weil sie halt einfach rechtsoffen. Kennst du die militante Veganerin? Ja, ich kenne die. Ja, du weißt ja, dass sie so provokante Aktionen gemacht hat. Dass sie sich für den Veganismus einsetzt, ist ja an sich eine gute Sache, weil Veganismus was Gutes ist. Aber sie hat einfach
Anbindungen nach rechts, sie hat mit rechten Leuten zu tun, sie vertritt rechte Standpunkte und auch ich hatte ja so eine Debatte mit ihr, eine Live-Debatte und da habe ich sie auch relativ schnell entlarvt, dass sie rassistisch ist, weil sie einfach dann angefangen hat, mir gegenüber rassistisch zu werden und sie hat halt gedacht, dass es bei mir direkt so eine Eskalation gibt, aber du kennst mich ja, ich bin ultra ruhig geblieben und habe ihr gar keinen Grund geliefert, dass sie irgendwie, also selbst so Punkte, wo sie mir dann gesagt hat, ja, aber wie rechtfertigst du, dass du Fleisch isst? Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht rechtfertigen. Ich weiß, dass das nicht richtig ist und dass deine Argumente richtig sind. Und ich habe ihr halt dann gesagt, das, was mich aber bei dir stört, ist, dass du nach rechts offen bist, dass du mit Leuten interagierst, mit diesem Achse Ost-West unter anderem, der Werbung für die AfD macht und. Und dann hat sie sich relativ schnell selber exposed, dass sie halt wirklich genau diese Denkweise hat. Okay. Ja, nur damit du so ein bisschen den Kontext verstehst. Verhalten von transfeindlichen Äußerungen bis hin zur Holocaust-Relativierung oder das Diskutieren über Rassenrealismus abseits von allem anderen, was da vorgefallen ist. Mal, wir haben ein Auto und wir wollen es zum Schiff verwandeln. Also jetzt Das ist der Axel Ost-West. Der ist, ich weiß nicht, ob er Pakistaner ist oder Afghan, ich bin mir nicht 100%. Ist er von der AfD oder was? Er ist ein YouTuber, der rechts ist und der Werbung für die AfD auf jeden Fall macht. Okay. Krank, ja. Statt dem Lenkrad einen, wie heißt das? Steuerkreuz. Du hast ein Auto und du ersetzt jetzt das Lenkrad durch ein Steuerkreuz. Dann ersetzt du die Türen links und rechts durch wie heißt das denn? Gott, ich kenne mit Schiff-Terminologie nicht aus. Die Steuerbackbord? Nein, das Zeug, was in den Steuerbord? Segel. Also, Segel. Ja. Und dann langsam das Holz durch das Metall. Und wann ist es ein Schiff? Wann ist es ein Auto? Schwierig. Dass es auch anders geht, beweist dieser junge Mann hier, Oliver, genannt der extreme Veganer. Also für alle, die ihn kennen oder die mal seine Videos gesehen haben, er spricht sehr ruhig, versucht, sich nicht zu widersprechen. Okay, also er ist Pakistaner. Er versucht, Sachen aufzuzeigen und zu erklären. Man kann verstehen, dass viele rechte Leute ihm folgen und unterstützen. Ich werde jetzt weiter aktiv gegen pakistanischen Ursprungs rechte Instrumentalisierung, das rechtsoffene Verhalten unter dem Motto von wir sind ja unpolitisch und das Verbreiten von rechtem Gedankengut in der Tierrechtsszene angehen, welches vor allem Menschen und insbesondere auch jüngere Menschen dort hinbringen kann, die noch keine gefestigte Weltanschauung haben und sich eher als unpolitisch sehen. Ich werde jetzt weiter Dinge offenlegen. Weitere Videos zu anderen Bereichen in der Szene sind bereits in Planung. Was ich eigentlich auch hier schon unterbringen wollte, aber dann wäre das Video einfach zu lang geworden und das sind halt auch Themen, die gut für sich stehen können. Wenn ihr in Zukunft davon mitbekommen wollt, würde ich mich über ein Abo, Like und Kommentar freuen. Das hilft diesem Kanal sehr. Vielen lieben Dank schon mal. Es ja alles so umzudrehen, dass die kritisierenden Personen das eigentliche Problem sind, ist dort auch gängige Praxis, wenn man sich mit solcher Kritik nicht abgeben will. Ich fand es ja lustig, als ich meine Videos einmal temporär für eine Nacht auf privat hatte und dann dieser Instagram-Post vom Extremveganer gepostet wurde. Peinlich, peinlich. Apropos unter den Teppich kehren. Kommen wir doch mal zu der gewalttätigen Zirkusaktion, worüber ja auch in den Medien berichtet wurde. Am 29. Dezember 2023 sollte eine Aufführung des Zirkus Alberti stattfinden. Eine Gruppe von AktivistInnen um die militante Veganerin Vegan Dreamland und der Veganist herum hat sich den dortigen Besuchern in den Weg gestellt und teilweise die Zufahrt blockiert. Der Protest richtete sich gegen die schlechten Haltungsbedingungen für die Zirkustiere, denn die Zirkustiere leben in extremem Leid und Qual bei ständigen Reisen. Dagegen zu protestieren halte ich für absolut richtig und das gehört genauso wie alles andere, was auf Tierausbeutung beruht, komplett ab. Geschafft. Ist ja nicht so, dass man einen tollen Zirkus auch ohne Tiere hinbekommt. Das nur einmal vorangesagt. Aber die Sache ist, wenn man von vornherein Besucher angeht, an ihren Autos, Wege blockiert und es so immer mehr eskaliert und es bedrohlich wird, sollte man die Verantwortung haben, spätestens wenn Mitarbeiter kommen und sich einmischen, möglichst zu deeskalieren. Gerade da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass dieser Zirkus schon sehr bekannt ist und schon eine gewaltvollere Historie hat. Gerade bei so einer konfrontativen Aktion weiß man doch, wie hitzig es werden kann und da sollte man doch besser sein und es nicht erst zu Gewalt kommen lassen. Und wenn man merkt, wenn es sich hochschaukelt, zu deeskalieren. Aber ich habe ja auch schon meine Erfahrung machen dürfen mit bedrohlichem Auftreten aus dieser Ecke, siehe Gamescom. Konfrontatives Auftreten, sich vor einem aufbauen, Grenzen nicht einhalten, rumbrüllen und wo sich am Ende noch auf dem Discord auch von der militanten Veganerin noch drüber lustig gemacht wurde. Das Gamescom-Video habe ich natürlich unten auch verlinkt. Weiter mit der Zirkusaktion. Schauen wir uns die doch mal stellenweise an. Wir haben hier eine Aktion, die absolut konfrontativ und laut ist. Es wird sich in Wege gestellt, Leute am Auto angesprochen und Spruch über Spruch reingedrückt. Gute Eltern sind vegan. Nicht vegane Eltern sind schlechte Eltern. Die Tiere haben Angst.
Wissen Sie was? Ich folge Ihnen sogar auf TikTok. Ich finde eigentlich ganz okay, was Sie machen, aber ich finde es nicht okay. Wenn ich finde nicht okay, dass die Tiere versklaven. Ich kann hier alles filmen, was ich will. Sie können mir jetzt aus dem Licht gehen und aufhören, Tiere zu versklaven. Wissen Sie, das aber noch an. Ja, das oh, Sie sind ja so schlagfertig. Schönen veganen Tag. Schlechte Eltern, Ihr Kind weint wegen Ihnen, wegen Ihnen. Die Stimmung wird immer schlechter, gerade auch als Zirkusmitarbeiter rauskamen, welche parallel schon die Polizei gerufen hatten wegen der Aktion. Voll die widerwärtige Aktion. Ja, ja, das bewirkt einfach gar nichts. Das ist auch das, was ich damals schon immer wieder an ihr kritisiert habe. Ich verstehe, dass sie provokante Aktionen machen will, weil sie auf das Thema aufmerksam machen will, aber irgendwo ist auch eine Grenze. Ja. Und das, was die da machen, die Leute zu nötigen, ins Auto rein zu filmen, da so eine Eskalationslage rauf zu provozieren und da sind auch noch Kinder dabei, das ist schon ekelhaft. Ja, wie hätte sie es machen sollen, deiner Meinung nach? Das ist eine gute Frage, aber also auf jeden Fall, so wie er es auch schon richtig kritisiert, sobald man merkt, dass es eskalieren kann, dann deeskalierend wirken. Ja. Ganz einfach, diese Frau kommt zu ihr hin und sagt, ey, ich folge dir auf TikTok, ich finde das eigentlich gut, was du machst, aber dass du in mein Auto reinfilmst, finde ich nicht in Ordnung. Ja. Spätestens dann kann man doch einfach einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ja, jetzt geht's langsam zu weit. Ja. Wir haben auf, worum es der militanten Veganerin ja geht, das hat sie selber gesagt, ist, sie will um jeden Preis auffallen. Ihr ist alles egal, sie will einfach nur auffallen. Mhm. Ihr ist so krass alles egal, dass sie auch Videos mit Nazis zusammen macht, dass sie Onlyfans macht, dass sie Rap-Battles macht, die macht ja wirklich alles. Und ich verstehe den Punkt, ja? Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, ich finde, das Thema Veganismus ist so wichtig, ich will um jeden Preis auffallen. Aber sobald es in Richtung Menschenfeindlichkeit geht, Nazis, Rechtsextremismus oder natürlich auch körperliche Gewalt oder Eskalation, die in körperliche Gewalt münden kann, dann finde ich, hast du das Ziel verfehlt. Weil dann ist auch die Auswirkung oder der Eindruck, den du hinterlässt mit der Aktion, kontraproduktiv. Glaube kaum, dass irgendjemand danach sagt, ja Mann, das war echt geil, wie die ins Auto reingefilmt hat. Ich glaube, ich höre auf, Tiere zu essen. Das wird nicht passieren. Ich wollte halt nur wissen, was? Also was ja, du hast, das ist eine sehr gute Frage. Ich, auf Anhieb wüsste ich es auch nicht, aber ich bin ja auch jetzt nicht der Aktivist in diesem Bereich, sondern sie. Ja. Also sie müsste sich das überlegen. Wenn sie dorthin geht und sie will, und ich, guck mal, ich supporte das. Ich finde, auch, es sollte gar keine Zirkusse mehr geben mit Tieren. Raus mit den Tieren von da. Es gibt da keine artgerechte Haltung. Das tut denen nicht gut. Ich verstehe das voll und ganz. Aber die Art und Weise, wie du diesen Protest durchführst, das geht safe anders. Ja. Safe. Friedlicher. Ja. Gucken wir mal weiter. Ja. Ich kaufe ihr das nicht mal unbedingt ab. Ja, sie ist eine Aktivistin, aber mehrheitlich profitiert sie mehr als Person von diesen Aktionen als der Veganismus. Und das ist ein sehr guter Punkt, HGO. Ja. Ich sehe das auch so. Auf jeden Fall, es geht viel mehr um die militante Veganerin an sich. Genau. Es geht um sie als Person viel mehr als um den Veganismus an sich, egal wie sie das darstellt. Sie hat es damals in der Debatte mit mir so gerechtfertigt, dass sie gesagt hat, ja, aber ich bin ja nur bekannt für den Veganismus. Das heißt, wenn ich bekannt werde, wird auch der Veganismus bekannt. Das ist zwar ein Punkt, aber wie ich halt immer wieder sage, nicht um jeden Preis. Ja. So, du kannst nicht alles damit legitimieren. Ja, okay, gucken wir mal weiter. Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht vor Ort war. Es gibt Sprüche, Wortwechsel und es eskaliert immer weiter. Ist Ihnen das wirklich egal? Tiere auszubeuten, nur für ihr den Geldbeutel? Das finden Sie gut? Auch wenn Sie wissen, dass Sie genauso fühlen können wie wir? Einmal drüber. Sie müssen da nicht reingehen. Sie müssen da nicht reingehen. Sie können auch in den Zirkus fahren ohne Tierversklavung. Das erinnert mich so ein bisschen an die, in den USA gibt es so Leute, die sind gegen Abtreibung und die stellen sich dann vor so Abtreibungskliniken und bedrängen dann diese Frauen, die da reingehen. Das finde ich auch so ekelhaft. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so, du kannst ja darüber debattieren, aber aktiv, guck mal, eine Frau, die sich entscheidet, ich treibe ab, das ist sowieso schon voll schlimm. Und dann geht sie zu so einer Klinik und dann kommen da irgendwelche und du Mörderin, du Dreckschwein, schreien die an, stellen sich da in den Weg, werden auch oftmals gewalttätig. Ich habe gerade genau die Vibes, wenn ich das angucke. Voll ekelhaft. Ja, jetzt wisst ihr nicht rein. Ja. Fahr doch mal die Leute rum. Okay, nette Anweisung. Sie sind ein sehr guter Mensch. Ja, es ist auf jeden Fall ganz interessant, was sie so von sich geben. Ja, bei dir auch. Ja. Ich weiß schon, dass du alles auch bist. Ja?
Aber das Schild, wie wären sie denn dann, wenn ich nicht aufnehmen würde? Noch krasser? Er kann ja rausfahren. Das ist der richtige Weg. In die Richtung geht's. Ja, ich stehe hier. Ich bin hier nicht auf Ihrem Grundstück. Ich kann nicht stehen, wo ich will. Spätestens da sollte man doch mal etwas innehalten und zum Eigenschutz möglichst deeskalieren. Aber zumindest einfach nicht weiter eskalieren. Vor allem auch zum Schutz von MitaktivistInnen. Gerade wenn man weiß, dass sogar ein blinder Mensch anwesend ist, welcher die Situation visuell nicht so gut erfassen und einschätzen kann. Gerade in so einem Getümmel und späteren Rangeleien besteht da besondere Gefahr, etwas abzubekommen. Ja, wir haben hier eben eine Demo gemacht, hier vor dem Zirkus in Wiesbaden. Und ja, was hier passiert ist, also ich habe nicht so viel mitbekommen. Eigentlich nur, dass auf einmal Leute rumgeschrien haben und angefangen haben, auf andere Leute einzuschlagen und Dinge geworfen haben. Und ich stand halt mittendrin und ich wusste nicht so, was ich machen soll, wo ich hingehen soll. Interessant wird es da, wo ein Zirkusmitarbeiter einen von denen an die Schulter toucht und dann von mehreren AktivistInnen umzingelt wird und zack, eine Schlägerei, die weiter eskaliert. Es werden ständig Handgreiflichkeiten ausgeteilt, getreten, Equipment zerstört, beleidigt und wie sich am Ende herausstellt, auch Reifen zerstochen. Es eskaliert immer weiter, bis am Ende die Polizei eintrifft. Ich hab das gar nicht mitbekommen, diese Sache. Ruhe! Hört auf! Aufhören! Aufhören! Alter, bist du behindert? Hey! Cool, auch ein bisschen Ableismus mit dabei noch. Nimm mir das Ding weg! Finger weg! Wer war das? Ja, der muss angemeldet! Habt ihr das drauf? Ist es drauf? Geht jetzt weg, Mann! Verpisst euch jetzt! Verpisst euch jetzt! Du sollst dich anfassen! Weg hier! Wir zeigen dich an, du Hexau! Komm! Laut Polizei werden mindestens 3 Menschen leicht verletzt. Die Beamten kontrollieren die Demonstranten. Danach muss die Gruppe das Gelände verlassen. Laut den Tierschützern musste ein Aktivist mit geprellten Rippen, aufgeplatzter Lippe und weiteren Prellungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Am Ende wird ein Instagram-Post gemacht, um zu sagen, was so passiert ist und was denn so angetan wurde. Wir haben eine friedliche Zirkusdemonstration gemacht und plötzlich ist einer sehr aggressiv geworden, hat auf uns eingedroschen. Das ist alles beschissen und ich verurteile das absolut. Gerade aktive Gewalt generell, wenn es nicht darum geht, sich selbst zu verteidigen. Aber zugeschlagen hat der vom Zirkus. Das musst du schon sehen. Wir haben schon provoziert, ich sag nichts, aber zugeschlagen hat der vom Zirkus. Wir müssen da schon neutral bleiben. Also ich verteidige den Zirkus gar keineswegs. Vor allem, er hat ja am Anfang gesagt, der Zirkus ist auch öfter schon damit aufgefallen, dass anscheinend die auch gewalttätig werden können. Aber besser war das Verhalten von denen auch nicht. Ja, klar. Das war einfach massiv übergriffig. Das eine rechtfertigt nicht das andere. Ich bin da auf keinen Fall auf der Seite von dem Zirkus an sich. Was ich halt die ganze Zeit denke, ist, die Leute, die weder zum Zirkus gehören, noch Aktivisten sind und da entweder zum Zirkus gehen wollten oder sonst irgendwie vorbeikommen, die von sowas behelligt werden, das ist halt einfach ein katastrophaler Eindruck, der da entsteht von dieser Sache. Also spätestens da geht es doch jetzt dann eigentlich nur noch zweitrangig um Tierschutz. Da geht es jetzt nur noch darum, wer nimmt wem die Kamera weg, wer hat zuerst geschlagen. Das ist doch voll der Scheiß. Ja, beide haben sich provoziert auf jeden Fall. Zurückschlagen ist auch nicht die Lösung. Ja gut, zurückschlagen, wenn es Selbstverteidigung ist, kann ich schon ein Stück weit verstehen. Also wenn mich jemand schlägt, schlage ich auch zurück, um mich zu verteidigen. Natürlich nicht, um den anderen kaputt zu hauen. Das muss man auch immer eine Verhältnismäßigkeit sehen. Also wenn mich jemand schubst und ich ihm danach einfach so eine Bombardierung an Punches in die Fresse gebe, dann ist das auch nicht mehr Selbstverteidigung. Ja. Machen wir weiter. Warum erzähle ich das eigentlich jetzt alles so? Nun ja, da gibt es eine interessante Stelle. Seht ihr diesen Schnitt hier? Macht man ja mal,
wenn da nichts Relevantes passiert oder sowas. Nur problematisch ist es, wenn an der Stelle etwas fehlt, was doch relevant sein könnte. Wenn nach einem Schultertoucher ein Mitarbeiter in den Schwitzkasten genommen wird und dann ein anderer Aktivist angerannt kommt, um diesen von hinten auf den Kopf zu schlagen und dieser sich dann wehrt und sich die AktivistInnen dann wiederum wehren und es einfach nur noch eine undurchschaubare Schlägerei wird. Da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Aber es am Ende so einseitig zu kommunizieren und intern alles vertuschen und nicht aufarbeiten zu wollen. Sowas sollte aufgearbeitet und daraus gelernt werden. Aber das wurde sicherlich ja auch schon vorgeschlagen von jetzt ehemaligen Mitgliedern von Vegan Dreamland. Aber mit Kritik und so umgehen, das Thema hatten wir ja schon an einigen Stellen in der Vergangenheit. War ja jetzt eine lange Zeit ruhig und habe mehr oder weniger dazu geschwiegen. Ach, was habe ich alles schon mitbekommen? Alles nur Verleumdung, Rufmord, Lügen, aus dem Kontext gerissen, Kontaktschuld oder dass ich einfach nur ein Verrückter sei. Ihr lasst auch nichts aus, um noch Leute bei euch zu behalten, die sich mit dem ganzen Kram dann nicht so tiefgehend beschäftigen. Aber immerhin haben es auch viele Leute gesehen und gemerkt und sind bei euch raus. Besonders hervorheben möchte ich diese kleine Perle hier, womit KI und meiner Stimme etwas herumgespielt wurde. Hallo Leute, ich bin jetzt ziemlich gut darin, Menschen Nazis zu nennen. Aber ich möchte euch eines sagen, für die Tiere sind alle Menschen Nazis. Sie werden eingesperrt, eingefärbt, abgeschossen, abgestochen. Sie werden verwendet und geschändet. Richtiger Banger, was? An dieser Stelle noch besondere Grüße von mir an die militante Veganerin, zu der ich in der Vergangenheit einiges gezeigt habe, um zu sehen, wer sie so ist. Holocaust-Relativierung, Transfeindlichkeit, Witze über marginalisierte Menschen, sich mit Rechts mehr als gut zu verstehen und auch gerne von Rassenrealismus fabulieren und sowas. Dass sie sich auch von einem AfD-Politiker in den Bundestag zu einem Gespräch einladen lässt, um am Ende noch eine chillige Führung zu machen, wundert, glaube ich, jetzt auch keinen mehr hier. Ach ja, und folgendes Verhalten gegenüber Jesus in einem Gespräch sollte auch nicht vergessen werden. Dass du gehänselt wurdest und gemobbt wurdest, tut mir leid. Leute werden für alles Mögliche gehänselt und gemobbt und sonst was. Und das ist nicht okay, aber es ist niemals der Witz, verstehst du? Der Witz ist nicht das Problem, sondern die Gewalt, die Diskriminierung, dass sich deine Freunde ausgeschlossen haben, dass sie dich schlechter behandelt haben. Aber nicht die Witze. Unter Freunden, wenn du ein Kahlkopf bist, Jesus, gibt es bestimmt irgendeinen Typen in deiner Freundesgruppe, der regelmäßig Witze drüber macht, dass du keine Haare hast. Keine Ahnung was. Mein Freund hat keine Haare. Ich mache Witze drüber. So, wenn er als Kind beispielsweise deswegen. Hast du gehört? Ich so, nee. Als junger Mann schon die Haare verloren hat, deswegen gemobbt wurde, kann er das in zwei Arten jetzt auffassen. Entweder ist sein Leben lang hypersensibel darüber und ultra beleidigt. Mhm. Oder er sieht ein, hey, ich habe halt keine Haare. Hey, meine Mutter spricht halt gebrochenes Deutsch. Hey, es gibt Kennex, die wirklich so reden, die so ungebildet sind und mir tatsächlich Burger bitte verwende die, bitte, Mensch, ich sagt, bitte dich darum, ich bitte dich darum, davon abzusehen, dieses Wort zu benutzen. Ich möchte das nicht. Du darfst Kennex sagen, ich nicht. Wieso? Weil ich einer bin. Wieso? Weil ich weiß, das ist Rassismus, Jesus. Das ist Rassismus. Du bist ein Rassist, wenn du mir ein Wort verbieten willst. Ich will dir kein Wort. Wo, hä, wo hab ich, ich habe dich gerade auf höfliche Art und Weise darum gebeten. Ich habe von dir gar nichts verlangt. Du kannst den ganzen Tag. Ich das Wort Kenneck nicht verwenden darf, nur weil ich weiß bin? Also, er merkt so, wie sie so, Kenneck, sie will mir so zeigen, ich sag das ganz oft, Wenn ich die falsche Hautfarbe habe, darf ich ein Wort nicht verwenden? Du darfst jedes Wort verwenden, was du willst, aber wir führen ja gerade eine Debatte miteinander, wo du bei mir zum Beispiel um Empathie geworben hast, die ich aufbringen soll und ich versuche das Gleiche bei dir zu machen und du reagierst extrem mit Anti-Haltung darauf, obwohl ich dich ganz höflich darum... Es geht nicht wirklich um Empathie, es geht um logische Erweiterung von Grundrechten. Okay, wenn du das logisch argumentieren möchtest, guck mal, wenn du das... Hinter, du darfst Kenneck nicht verwenden, weil du weiß bist, ist so wie du darfst nicht in die Schule gehen, weil du schwarz bist. Nein. Was hat meine Hautfarbe damit zu tun, welche Worte ich verwenden darf? Nein, das, guck mal, das hat ganz einfach damit zu tun, dass das eine Beleidigung ist, ein Schimpfwort, das verwendet wurde für Menschen, die eine du das sagen und ich nicht? Weil das eine Selbstbezeichnung ist, die aus einem Schimpfwort gemacht wurde. Was heißt Selbstbezeichnung? Du sagst doch gerade selbst, das war eine Beleidigung. Ja. Was andere Leute verwendet genau, haben. Und diese Beleidigung wurde. Schau mal, wenn ich dich sage, du bist ein schwierig Scheiß, für mich, meine Punkte auszuführen, wenn du mir ins Wort fällst. Jesus, wenn ich sage, du bist ein dreckiger Scheißkenne, geh zurück in dein Land, dann bin ich ein rassistisches Arschloch. An der Stelle, dass sie das so gesagt hat, meiner Meinung nach, die hat das genau so formuliert, damit sie es sagen kann. Dir deine Werte abspreche, weil ich dir deine Rechte abspreche. Mhm. Wenn ich allerdings sage, hey, du nutzt Kenneck in diesem wertneutralen Sinn, ich nutze Kenneck in dem wertneutralen Sinn, dass wir uns gerade über Stereotypen unterhalten, dann habe ich genauso gut das Recht, dieses Wort hier so zu verwenden wie du. Genauso. Du hast das Recht, jedes Wort zu benutzen. Du kannst auch das N-Wort benutzen, wenn du möchtest. Ich persönlich habe aber ein Problem damit und habe dich darum gebeten, ob du dann... Da hat sie nichts gesagt. eingehst, weil du denkst, hey, der Jay ist sympathisch, weil ihn das verletzt oder weil er das nicht cool findet, benutze ich das nicht, da würdest du Stärke damit beweisen. Stattdessen reagierst du relativ infantil darauf und wiederholst es, kenne, weil du möchtest mich ja damit triggern, aber das funktioniert halt bei mir nicht. Du zeigst nur Schwäche damit, weil ein fucking Wort so viel Gewalt über dich hat, dass du Leute bitten musst, als Rapper dieses böse Wort nicht zu verwenden. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Nee, das ist kein Zeichen von Schwäche. Du
einfach nur ein Snowflake-Argument wäre, das ist kein Zeichen von Stärke. Das wäre ebenfalls ein Zeichen von Schwäche. Das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Das ist einfach eine Bitte gewesen von mir im Sinne der Empathie der Gegenseitigen. Das war's. Im Sinne der Unlogik. Aber guck mal. Im Sinne der Empathie gönnst du mir dieses Wort genauso, wie ich es dir gönne. Warum soll ich dir dieses Wort gönnen? Das hat ja nichts mit Gönnen zu tun. Du hast einfach mit diesem Wort nichts durchgemacht in deinem Leben. Ich schon. Jesus, ich fühle mich total beleidigt, weil ich als Weiße darf das Wort Kenneck nicht sagen. Und ja, das ist jetzt meine Begründung und du musst jetzt auch auf meine Gefühle angeben. Und ich bitte dich, Jesus, im Sinne der Empathie, erlaube mir das Wort Kenneck zu verwenden. Im Sinne der Empathie. Du brauchst meine Erlaubnis gar nicht. Du kannst das Wort benutzen. Wenn dir egal ist, was mir wichtig ist, dann benutze es doch. Du machst es ja sowieso schon die ganze Zeit. Das Wort zu verwenden. Wie bitte? Sondern es wäre ein Zeichen der dann ist es auch nicht unempathisch, dieses Wort zu verwenden. Es wäre nur unlogisch, doch, für mich nachzukommen. Doch, für mich und ist es unempathisch. Es unlogisch, dem jetzt nachzugeben und beleidigend, dem jetzt nachzugeben. Und ich finde es sogar beleidigend, dass du das forderst, nur weil ich weiß bin. Weil ich habe nichts gefordert. Ich habe dich gebeten. Offenbar soll ich dieses Wort nicht verwenden. Ich habe von dir nichts gefordert. Du drehst mir die Worte im Mund rum. Ich habe dich darum gebeten. Das ist literally eine Forderung. Nein, eine Forderung. Eine höflich formulierte Forderung mit einem Bitte hinten dran. Setz dich hin, bitte. Setz dich hin, Forderung, bitte, Höflichkeitsform. Puff. Das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ich bitte dich davon abzusehen. Alter, ich habe es ultra korrekt formuliert. Ich bitte dich davon abzusehen. Ich hätte auch sagen können, bist du eigentlich wahnsinnig, das Wort zu benutzen? Was denkst du dir? Sag, hör auf, das zu benutzen, bitte. Ich habe gesagt, es wäre nett von dir, wenn du davon absehen würdest. Ja, das ist ja ein Hör auf damit zu benutzen, bitte. Aber wir können jetzt natürlich Wortklaubereien betreiben. Ja, aber du begehst ja gerade die Wortklauberei. Du hast angefangen, dieses Wort zu benutzen. Ich kenne dich halt noch nicht. Ich will dir ein Wort klauen, aber ich begehe die Wortklauberei. Ich will dir kein Wort klauen. Ich will einfach genau dieser... zu benutzen. Du forderst es bittend auf, dass ich aufhöre, das Wort zu benutzen unter einer rassistischen Begründung, weil ich ja nur weiß bin und angeblich nie von Rassismus betroffen war. Nein, das ist deine Begründung. Du verdrehst es gerade. Guck mal, es ist lustig. Ist ein Zeichen von Schwäche. Ja, Punkt. Nächstes Thema. Nee, nicht nächstes Thema. Das ist ja genau das Thema. Aber ich nicht. Dann kannst du gerne weiter deinen Monolog führen, aber dann werde ich weiterhin gegen Unterdrückung kämpfen, aber statt für Snowflake. Benutze bitte dieses Wort nicht. Das ist genau die Art und Weise, wie sie mit diesem Veganismus vorgeht, gell? So voll aufdringlich. Voll krass, ja. Ich hab das voll vergessen. Die ist psychisch krank, das kann ich dir gleich sagen. Ja, die hat nicht wegen psychisch krank, sondern die ist, glaube ich, ein bisschen ungebildet, kommt sie mir vor. Nee, die ist tatsächlich sogar gebildet, die ist sogar Ärztin. Ey, kann sein. Ja, aber was sehe ich, die würde wahrscheinlich so stark unterdrückt, dass sie, keine Ahnung, oder... Nee, ich glaube das alles nicht. Ich glaube einfach, dass sie eine Narzisstin ist, die halt einfach sie erträgt keinen Widerspruch. Okay. Sie ist so überzeugt von sich, sie ist immer im Recht. Und sie hat mit diesem Thema Veganismus etwas gefunden, wo sie einfach immer sich erhaben fühlen kann, weil sie... Okay. Ich habe den Eindruck, sie denkt, sie hat Veganismus quasi neu definiert. So kommt sie rüber. Ich bin Veganismus und Veganismus ist ich. Und deswegen kann ich nicht nieren. Und das ist ja genau das, was ich von Anfang an immer versucht habe, den Leuten klarzumachen. Es gibt da nicht den einen richtigen Weg. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt, so viel Leid. Da reichen 10 Menschenleben nicht aus, dass du dich jedem Leid angemessen widmest. Das geht gar nicht. Da reicht dein Leben nicht aus. Das heißt, jeder muss für sich selber entscheiden, welches Leid willst du bekämpfen? Wo investierst du Zeit? Weil du musst ja auch noch leben. Du musst ja auch noch, keine Ahnung, Geld verdienen, ein Privatleben haben und. Und mein Thema ist Rassismus, Faschismus. Dagegen kämpfe ich an. Ihres ist Veganismus. Ja. Der Unterschied zwischen mir und ihr ist aber, wenn ich mit ihr diskutiert habe, wenn sie mir Vorwürfe gemacht hat, dann habe ich versucht, Einsicht zu zeigen. Ja. Ich habe versucht, sie zu verstehen. Im ganzen Talk sieht man das auch. Ich sage, ja, du hast recht, ich kann dagegen nichts sagen, das ist ein guter Punkt von dir, bla bla bla. Ja, und sie hat mit Gewalt versucht, dir was zu unterstellen. Das ist wirklich, du hast das so und so gesagt und das heißt... Und an welchem Punkt hat sie das gemacht? Genau an dem Punkt, wo ich angefangen habe, sie... Es war davor schon mal eine Stelle gekommen, da hatte ich sie darauf angesprochen, was mit diesem Achse Ost-West ist, also mit diesem Feroz Khan. Da hat sie dann gesagt, ja, reden wir darüber später. Da hat sie schön das so unter den Teppich gekehrt, dadurch habe ich es auch vergessen. Und als ich dann nur angefangen habe, mit ihr über das Thema zu reden und sie sich schon selber verraten hat, weil sie kenne ich hier, kenne ich da, bla bla geredet hat und ich ganz nett gesagt habe, ich bitte dich davon abzusehen, dieses Wort zu benutzen, dann ist sie sofort geplatzt. Ja. Dann hast du ihr wahres Gesicht gesehen. Ich gesagt, deswegen, die hat ein psychisches Problem. Ja, wenn man Narzissmus als psychisches Problem sieht, ja. Wer so schnell explodiert, also... Ja, sie ist keine Kritik gewohnt. Ja. Sie erträgt keine Kritik, sie ist sie nicht gewohnt und sie will sie sofort unterdrücken. Oder uneinsichtig auch. Ja, genau. Mhm. Alles davon. Ich führe keinen Monolog, ich will ja mit dir reden. Ich habe fertig. Ich will ja genau, und jetzt machst du das, jetzt F so auch wieder diesen Erkan und Stefan-Humor nach. Ich habe fertig. Das ist halt eben genau diese Rechtsoffenheit, die du hast. Hast du noch irgendein anderes Thema, was du besprechen möchtest, sonst habe ich hier fertig. Nein, das ist für mich das Problem, dass du da völlig empathielos bist, was Rassismus betrifft. Ja.
Genau, haben wir jetzt schon 10-mal besprochen. Nee, das haben sie nicht. Nein, wir haben das. Auf Basis von meiner Hautfarbe, meiner kulturellen Herkunft ein Wort verbieten. Ich habe dazu nichts mehr mitzuteilen. Jesus, ich würde dieses Gespräch an dieser Stelle beenden und ich würde die nächste Person reinholen. Das wäre ein Zeichen von Schwäche, wenn du das in diesem Moment beenden würdest. Traurig. Das ist wirklich traurig, aber gleichzeitig auch entlarvend. Hier sieht man wieder, dass es sich meiner Meinung nach immer nur um sie dreht. Sie will Aufmerksamkeit, sie will Debatten gewinnen, sie will sich darstellen. Scheiß auf Menschen. Das ist wieder mal ein perfektes Beispiel dafür, dass man Dinge, die man Menschen vorhält, mit Vergleichen gegenüber Menschen nicht einhält. So. Reicht auch an dieser Stelle zu ihr. Und weiter an dieser Stelle noch besondere Grüße von mir an den neuen Freund der militanten Veganerin, der Veganist. Hallo, ich bin der Typ, der laut Aussagen von dir, die ich so mitbekommen habe, angeblich alles aus dem Kontext reißt und umdreht. Aber für Odin und so. Dann noch, ich schlage Menschen von hinten auf den Kopf. Steinente von Vegan Dreamland oder auch David genannt dort. Ein ganz besonderer Mensch, der schon Mitte 2023 die Opferrolle vorwärts und rückwärts gemacht und vor dem bösen Wokismus gewarnt hat. Der ist auch auf beziehungstechnischen Ebenen mit anderen Menschen ein sehr spezieller Fall. Also habe ich gehört. Und zuletzt hier auch noch einen sehr speziellen Gruß an ein ganz besonderer Mensch bei euch, der als 27-jähriger Moderator seine Machtposition ausnutzt und sich an Minderjährige ranmacht. Ach ja, moralische Werte und sowas alles, sich für die Tiere einsetzen, aber mit Menschen so umzugehen, das zeugt von außerordentlicher moralischer Integrität bei euch. Aber sowas zieht sich ja auch anscheinend durch viele Ecken in der Tierrechtsbewegung. Oh Wunder, vor allem bei Männern in Machtpositionen, die das gerne mal hier und da ausnutzen. Schöne Grüße hier nochmal an Olli, aka den Extremveganer. Der ist ja ein ganz beschriebenes Buch, was das angeht, bei Anonymous for the Voiceless. Aber gut, das hatte ich ja alles. Ich schwöre bei Gott, gell, sollen die einmal bei mir versuchen, sowas zu machen, Alter, so für ihren Aktivismus da gewalttätig zu werden. Boah, ich würde die so gerne zu einer Brezel verknoten. Natürlich in einem fetten Rap-Battle auf dem Beat mit Freestyle-Lines. behandelt. Wenn ihr einer stabilen Organisation beitreten wollt, um Tierrechtsaktivismus zu machen, schaut doch bei den Activists for the Victims vorbei. Die haben sich damals von Anonymous for the Voiceless abgespalten, weil die mit der ganzen Situation dort nicht zufrieden waren und sich gegen den Rechtsruck gestellt haben. Also, falls ihr was machen wollt, dann schaut doch am besten bei denen vorbei. Und das hier sind alles Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher unkritischer begleitet werden und damit öffentlich die Tierrechtsszene vertreten. Ob jetzt die militante Veganerin oder auch diese Menschen um sie herum, die Vegan Dreamlander und von Anonymous for the Voiceless. Aber ich meine, die ARD hat ja jetzt auch Feroz Khan begleitet. Was erwartet man da noch? Auf den Beitrag bin ich mal richtig gespannt. Puh, das war jetzt eine längere Entschuldigung. Denn es gibt da noch das ein oder andere Thema, was ich gerne etwas behandeln möchte. Und auch generell Themen, die ich interessant finde und worüber man was machen kann. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Und keinen Millimeter nach rechts. Go vegan und ciao. Ja, super Video. Finde ich nice. Von Tilted, dass er das so aufgearbeitet hat, und ich bin da natürlich zu hundertprozentig auf seiner Seite, und ja, ich finde, sie ist als Person einfach disqualifiziert. Also man kann sie nicht ernst nehmen, man kann sich mit ihr nicht mehr solidarisieren, man kann sie nicht unkritisch stattfinden lassen, finde ich, weil ihre Verknüpfungen zu Rechten und zu Rechtsextremen sind so massiv und auch ihre eigene Haltung zu bestimmten Themen, auch wie bei der Sache mit mir, ich habe das auch schon voll vergessen gehabt, jetzt wo ich das wieder so gesehen habe, ist mir das auch klar geworden, wie widerwärtig das auch von ihr war. Ja, und vor allem sagt sie, hat sie dir unterstellt, dass es ein Zeichen von Schwäche ist. Ja. Und dann hat sie einfach dich so weggescript oder so. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Yeah. Ich habe doch gesagt, bei der stimmt da oben was nicht. Ich kann dir das sagen, wirklich frei. Ich merke das gleich. Also Menschenkenntnisse. Ja, weiß gute, ich. Aber bei der stimmt irgendwas nicht. Das kann ich nicht sagen. Das kann gut sein. Ja. Nur. Das ist mir in dem Fall völlig egal, weil unterm Strich, sie ist nicht in irgendeiner Anstalt, sondern sie ist eine normale, zurechnungsfähige Person, die eine gigantische Reichweite hat. Jeder kennt die, die ist in den letzten Jahren so bekannt geworden und so viele Kinder feiern die auch, ganz viele junge Kinder. Ihr könnt in eurer eigenen Familie bei den Jüngeren nachfragen, die kennen die hundertprozentig. Und mit dem Einfluss dann solche Sachen zu sagen, da in dem gleichen Livestream, wo ich mit ihr die Debatte geführt habe, hat sie gleichzeitig mit irgendwelchen kleinen Mädchen FaceTime gemacht, die über Veganismus, voll süße Kinder, die so voll sich Gedanken schon machen über Veganismus, finde ich ja voll geil. Und dann ein Talk später sehen die ihre Heldin, wie sie mit mir sitzt und sagt, kenne, 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 kenne.
du bist, wenn ich jetzt ein Nazi wäre, würde ich sagen, du bist ein verschissener Rassist, du bist ein Scheißdreckskenneck und sollst zurück in dein Land. Sowas sagt die. Ja. Alter, also du musst sie eigentlich mit Nado-Fleischfresserin betiteln, dann wird sie sich auch angegriffen fühlen. Ja, ja, gut. Aber dann wird sie auf ihr Niveau runtergehen. Genau, ja. Und das wollte ich gar nicht. Ja, deswegen, ich bin die ganze Zeit so gewesen. So ich wollte dich nur als Beispiel nennen, ob sie dann auch glücklich wäre, weißt du, wenn man sie so nennt. Nee, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich denke, damit hat Tilted Floste sie auch nochmal perfekt dargestellt. Und ich will an der Stelle auch nochmal Props an Tilted Floste aussprechen. Ich finde auch die Machart von seinem Content hat sich verbessert. Also so wie er es erzählt, ist er auch jetzt nach einer kurzen Abstinenz oder nach einer gewissen Abstinenz wieder zurück. Ich weiß noch, bei seinen ersten Videos fand ich manchmal so die Art und Weise, wie er es dargestellt hat oder auch gesprochen hat, manchmal ein bisschen zu monoton. Ich fand es hier viel besser. Also ich finde, seine Qualität hat sich gesteigert. Feiere ich auf jeden Fall. Wenn ihr nichts beizutragen habt noch, dann würde ich sagen, ich fand seine Brille nur lustig. Ja. Also die ist echt cool. Also was ist lustig. Ja, ja, das passt dir zu, ja. Steht zu dem so. Also ja. So bunt, weißt du? Ja, ja. Ja, finde ich auch nice. Ja. Nicer Style auch. Ja. Auf jeden Fall ist wirklich ein ganz feiner Kerl, der Tilted Floste. Macht guten Eindruck. Yes. So viel dazu.